Die stammt noch aus der Zeit, bevor meine Mutter krank wurde und wir hierher zogen. Ich habe Piratengeschichten regelrecht verschlungen. Also hat mein Vater mir eine Schatzkarte gemalt. Ich habe das ganze Haus durchsucht, einem Hinweis nach dem anderen folgend. Schließlich kam ich zu diesem riesigen Baum im Hof, an dem Daddy eine Reifenschaukel aufgehängt hatte. Kein Kärtchen? Aha. Peng, Peng. Hallo, hier sind die Smirnoffs. Nein, ich hab dich mit meinem Lasso. Kinder, könnt ihr mal leise sein? Warten Sie mal. Dan wurde ermordet, weil er in ein Hornissennest gestochen hat. Und du hast alles zugegeben. Kinder. Er hat monatelang Sportler ausgeschnüffelt. Darunter auch Helen Moore und Al Stone. Dans Aufzeichnungen sind recht vage und ich bin nicht sicher, worauf er es abgesehen hatte. Aber es sieht aus, als hätten wir es mit Korruption zu tun. Wenn Sie recht haben, könnten das gefährliche Beweise sein. Ich schlage vor, Sie bringen die so schnell wie möglich hierher. Klar, aber eine Sache muss ich vorher noch zu Ende bringen. Dann gegen Korruption. Ernsthaft? Ich war jetzt in der Wohnung, damit ich um ein aufgehangenes Bild herumscrolle und zweimal X drücke? Ich wollte einer Spur zunächst selbst folgen, bevor Smirnoff die Chance bekommen sollte, etwas zu sehen. Seinem Notizbuch zufolge traf Dan nur 4 Tage vor seinem Tod Craig Spano in Sam's Diner. Raus hier, du Weichei! Die Leine oder was? Tja, ich kann mich nicht entscheiden. Entweder rufe ich die Bullen oder ich poliere dir die Fresse. Was gefällt dir besser? Vielleicht wäre es einfacher gewesen, die Informationen aus ihm herauszuprügeln. Aber ich verließ mich da lieber auf eine universelle Wahrheit. Jeder hat sich irgendwie schuldig gemacht. Sie wissen nicht, wer ich bin, oder? Nein, und es interessiert mich einen Scheiß. Na los, spuck's aus. Ich bin John H. Blackmore vom Gesundheitsamt. Ah, ja, genau. Hier treiben sich ein paar ziemlich degenerierte Gestalten rum. Deswegen muss ich so einen Ton anschlagen, wissen Sie? Schon was gegessen? Geht aufs Haus. Wenn Sie meine Fragen beantwortet haben. Klar, nur zu. Sie sind der Boss. Stets zu Diensten, Herr Inspektor. Schießen Sie los. Die Angst machte ihn gefügig und gesprächig. Tatsächlich hatte sich Dan vor ein paar Tagen mit einem Schimpansen getroffen, auf den Spanos Beschreibung zutraf. Offenbar wohnte der Typ immer noch bei seinem Vater.
Dann sagte, er könne dort keinen Tag mehr bleiben. Er werde daher erst einmal bei ihm einziehen. Moment mal. Was hat denn die Gesundheitsbehörde mit dem Affen zu tun? Wir arbeiten zusammen beim Verbraucherschutz. Der ist als Testkunde hier vorbeigekommen. Und Sie haben ihn aufs Unflätigste beleidigt. Aber ich hab doch kaum mit dem geredet. Was ja dann wohl noch schlimmer ist. Ja, schön. Oh, ich kann das schlussfolgern. Dann hat es Benno mit nach Hause genommen. Ich wollte glauben, dass Benno zu seiner alten Adresse flüchtete, als Randall Lay in die Wohnung eingebrochen war. Aber wo könnte die sein? Was haben wir denn hier? Der Ameisenbär. Joe Dunn und Clarice Freeman ermordet. Alles sauber geplant. Greg Spano war ein Weise und glaubte, Baseball sei die einzige Familie, die er habe. Im Krieg waren dann seine Kumpel Olympischen 5, Yales Sohlen, O'Learys Sohlen passen nicht zu den Fußabdrücken. Die Biografie von Harry Bradwick, des Vaters des Baseball in Dunns Wohnung. Vater ist das Baseball. Baseball ist die einzige Familie. Das passt doch ganz gut zusammen. Wann lebt es Benno bei seinem Vater? Nice. Jetzt habe ich dich. Wenn es für die Lebenden Viertel für Reich und Arm gibt, dann auch für die Toten. Greenwood Cemetery. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Greenwood zur letzten Ruhestätte der angesehensten Bürger der Stadt. Denker, Wissenschaftler, Autoren, Erfinder, Künstler, Geschäftsleute, Politiker, Polizisten, Diebe, Zuhälter und Mörder. Reichhaltiges Angebot. Hier liegen die sterblichen Überreste der Seelenlosen, die New York von Grund auf errichtet haben. Hier müssen sie hin, wenn sie in Big Apple etwas werden wollen. Das ist bitter. Kann ich mir das alles anschauen? Nee. Doch. Ich habe Engeln noch nie getraut, wenn sie fallen. Das ist eine gute Frage, ne? Fällt die Welt mit ihnen? Ist wahrscheinlich sogar egal, was man da sagt. So, hier vorne war das so ein keltisches Kreuz. Eben schon erkannt. Von weitem. Jenny Boots, Witwe von Harry Bradwick. Ist Julie gestorben. Oh, 94. Nee. 96, ne? 86. Auf
84, der Vater des Baseball. Dem Buch zufolge, das ich bei Dunn zu Hause gefunden habe, lassen Fans Baseballs auf Bradwicks Grab zurück, um ihm Tribut zu zollen. Mit einem Totenschädel zwischen den Schlägern wäre es noch besser. Und natürlich noch ein Kärtchen. Da liegt doch was zu essen. Immer noch warm. Die vier Bases, die ihren Vater bewachen. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Kann ich das auch angucken? Nee. So, dieses Keltenkreuz hier. Erstmal einstecken. Sehe ich doch. Hä? Ist das geil. Ich ermittle in einem Fall von Korruption im Sport. Ich glaube, dass eine beträchtliche Anzahl von Sportlern darin verstrickt ist. Sowohl aktuelle als auch ehemalige Stars. Ich habe einen Baseballhandschuh in Joe Dunns Wohnung gefunden. Einen Handschuh, den ein großer Star signiert hat. Konnte mein Glück kaum fassen. Joe Dunn hat sich im Diner mit jemandem getroffen, nahe bei seinem Boxclub. Dann hat er diese Person mit nach Hause genommen, damit sie nicht weiter auf dem Friedhof leben muss. Ich wäre nie darauf gekommen, um wen es sich bei dieser Person handelte. Mollys, das sind wirklich die schlimmsten. Wieso sagt er nichts? Wer sind denn Sie?
Ich bin John Blacksad, Privatdetektiv. Wie geht's, Joe? Eine Frage nach der anderen. Jetzt bin ich dran. Sie sind dran. Oh Gott. Warum er sich hier versteckt, ist klar. Also, in Anführungszeichen. Warum lag ihr Handschuh in Duns Wohnung? Nee, das Treffen? Das Treffen ist, glaube ich, am wichtigsten. Warum haben Sie sich mit Joe Dunn getroffen? Weil er nach mir gesucht hatte. Er ist eines Morgens hier aufgetaucht. Doch ich habe mich zu sehr geschämt, um zu ihm runterzukommen. Weil er einen Baseball mit seinen Initialen am Grabstein zurückgelassen hatte. Sam Steiner. Morgen, 12.30 Uhr. Weil er wusste, dass die mich umlegen wollen. Was wollte er von ihnen? Und wer will sie umbringen? Eine Frage nach der anderen. Wie geht's, Joe? Was würde passieren, wenn ich ihm die Wahrheit sagen würde? Würde er ausflippen? Konnte ich das riskieren? Joe Dunn ist tot. Ermordet. Ich hab's dir doch gesagt, Joe. Wie ist das passiert? Eine Frage nach der anderen. Ich bin dran. Sportsmann. Dann von ihnen, warum haben sie sich mit... Eigentlich will ich wissen, warum der Handschuh da lag. Warum lag ihr Handschuh in Duns Wohnung? Weil er mir seine Wohnung angeboten hat und dann verschwunden war, weil ich 2 Tage auf ihn gewartet hatte und die dann kam, um mich zu holen. Weil es genau so abgelaufen ist. Ich hab den blöden Handschuh vergessen, als ich aus dem Haus abgehauen bin, weil ja dieser Typ hinter mir her war. Ein Typ, der von dem Kerl angeheuert wurde, der mein Leben ruiniert hat. Wie so viele andere auch. Ein Typ, der von eben dem Kerl angeheuert wurde, vor dem sich Joe versteckt. Unser alter Freund, der Chirurg. Interessant. Gott, was kommt jetzt? Mitchell, einer der Olympischen Fünf, hat versucht, sich als Yales Arzt auszugeben. Mitchell, der Chirurg? Steckt er hinter allem? Dieser Chirurg, den Sie da erwähnt haben, ist der... Ich bin dran! Das ist voll mit dem Ball. Ich will wissen, warum ich Ihnen trauen soll. Weil ich meinen Job sehr ernst nehme. Jetzt bin ich dran. Dieser Chirurg, den Sie da erwähnt haben, ist der hier auf diesem Foto? Au! Hey! Hey, dieser Wurf war... Sowohl mein Ohr als auch mein Ego sollten noch für Tage schmerzen. Doch immerhin gab es eine neue Spur, der ich folgen konnte.
den Chirurgen. Der Bastard hatte es geschafft, sich vor meiner Nase als Arzt auszugeben. Doch jetzt waren alle meine Sinne in Alarmbereitschaft. Er konnte sich noch so gut tarnen und verstecken. Ich würde ihn finden. Du willst also Folgendes sagen. Erstens, es gibt da einen Korruptionsskandal, in den alle möglichen Sportler verwickelt sind. Zweitens, unser Strippenzieher ist ein Chirurg namens Mitchell, ein Mann, der zusammen mit Dunn im Krieg war, richtig? Vielleicht, aber es könnte auch eine falsche Fährte sein. Egal, wo war ich noch gleich? Drittens, nicht wahr? Drittens, da Dunn ihm auf den Fersen war, hat Mitchell, oder wer auch immer, einen Ameisenbär angeheuert, um ihn zu beseitigen. Und da du ja auch ins Wespennest gestochen hast, war er hinter dir her. Doch der Ameisenbär hat einen Fehler gemacht und Mitchell, oder wer auch immer, hat ihn umgelegt, um seine eigenen Spuren zu verwischen. Und, Moment, viertens, der Schlüssel zu all dem ist ein gemeinsamer Freund von Dunn und Mitchell, Craig Spano. Kannst du ihm wirklich vertrauen? Tatsächlich tue ich das. Ich glaube, er hat uns nicht angelogen. Vielleicht kennt er auch nicht die ganze Wahrheit. Richtig. Viertens, ich meine fünftens. Dunn wurde vier Tage nach dem Tag ermordet, an dem er Spano bei sich aufgenommen hatte. Wenn ihn das mal nicht zum Verdächtigen macht. Ergibt doch Sinn, oder? Nein, das ergibt keinen Sinn. Warum denn nicht? Nur so eine Ahnung. Widmen wir uns den Verdächtigen. Du hast Smirnoff gesagt, dass du von Yales Unschuld überzeugt bist. Aber was ist mit O'Leary? Sechstens. Oh Gott. Jemand hat Randall Lee befohlen, diese Morde zu begehen. Wo sind hier O'Leary? Sohlen passen nicht. Bringt persönlich jeden um, der seine Familie oder sein Geschäft bittet. Hahaha! Stimmt. Das würde der nicht tun. Ja. O'Leary hätte nicht Randall geschickt, um Dunn umzulegen. Er hätte ihn in seinen Keller geschleift, eine kleine Ansprache gehalten und ihn dann selbst umgebracht. Nein, ich kenne O'Leary und er hätte keinen Killer geschickt. Er hätte die Sache selbst in die Hand genommen. Was ist mit Cassidy? Siebtens, stimmt's? Cassidy... Das Mörder hatte alles sorgfältig geplant. Cassidy ist ein rücksichtsloser Impulstäter. Das passt doch schon mal ganz gut zusammen, oder? Farbreimer. Gucken wir mal aus. Das ist ja widersprüchlich. Ich denke, ich kann Cassidy als Dunns Mörder ausschließen. Er scheint mir zu impulsiv zu sein, um so ein hinterhältiges Verbrechen zu planen. Wer auch immer die ganze Sache geplant hat, wusste auch, dass der Selbstmord als Täuschung entlarvt werden würde. Also wurden die Spuren so gelegt, dass sie Yale belasten. Cassidy ist zu impulsiv, um so einen Plan in die Tat umzusetzen. Also, auch wenn du noch deine Zweifel hast, Mitchell ist unser Strippenzieher. Und weißt du auch warum? Weil in den Romanen der Mörder immer jemand ist, den der Detektiv von Anfang an schon kennt. Tja... In britischen Romanen mag das ja so sein. Du weißt schon, wenn grundsätzlich alle verdächtig sind, die sich in der Villa aufhalten. Doch das hier könnte ein amerikanischer Krimi sein, wo der Detektiv bis zur letzten Szene im Dunkeln tappt. Du meinst, wir wissen immer noch nicht, wer im Hintergrund die Fäden zieht? Das habe ich nicht gesagt. Wie lief's denn mit Helen Moore? Ja, hab überhaupt nichts rausgekriegt. Obwohl es ganz vielversprechend anfing. Ich habe sie gefragt, ob ich sie zusammen mit ihrem Freund Al Stone interviewen kann. Da ich so eine große Nummer bin, sagten sie sofort ja.
Perfekt. Also, Zeit für das Interview. Ich frage Sie beide abwechselnd, damit Sie sich nicht langweilen. Also, wer fängt an? Hier eine Frage an Sie beide. Was halten Sie von Sport im Fernsehen? Ist das gut fürs Geschäft oder einfach nur noch Massenabfertigung? Für die breite Masse, da haben Sie recht. Aber er wird auch fairer. Seit es das Fernsehen gibt, sind korrupte Sportler oder gekaufte Spiele von der Bildfläche verschwunden. Früher ließen sich Sportler bestechen, weil sie nicht genug verdient haben. Denn wie groß ein Stadion auch sein mag, der Platz ist trotzdem begrenzt. Doch dank Fernsehen und Werbung hat meine Generation mit der Korruption aufgeräumt. Das ist doch mal eine Überschrift. Gut, also. Hier eine Frage an Helen. Oh ja. Was können Sie uns zu den Gerüchten sagen, denen zufolge Sie ein Verhältnis mit Desmond O'Leary hatten? Ach, Schätzchen. Es wäre ja wohl wirklich schade, wenn Sie diese halbseidene Gestalt in Ihrem Artikel erwähnen würden, oder? Warum? Ich bin mir sicher, Ihre Zeitung würde nur ungern jemanden feuern, der so viel Talent hat wie Sie. Autsch. Ah! Ja, gut. Und weiter. Hier eine Frage an Al. Schon in 12 Tagen wird der Herausforderer versuchen, Ihnen den Titel abzunehmen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an den Kampf gegen Yale denken? Ja klar. Mein Al wird diesem Penner in den Arsch treten. Nicht wahr, mein Schatz? Ja, nun, wir werden sehen. Gib keine schwachen Gegner. Unsinn. Du bist und bleibst Weltmeister. Nächste Frage. Und jetzt? Diese Frage geht an Sie beide. Wie haben Sie sich kennengelernt? Bei einer Party von Des... wessen Party das war, spielt doch überhaupt keine Rolle. Wohl aber, dass ich dich da gesehen habe. Und du mich. Unsere Wege haben sich gekreuzt. Und unser Leben hat sich für immer verändert. Gut, noch eine Frage. Und... Schatz, kannst du die vielleicht beantworten? Ich muss ganz schnell einen Fan begrüßen. Bin gleich wieder zurück, Mr. Pulitzer. Moment. Du meinst, sie hat aufgehört zu lächeln, als ein Fan auftauchte? Ja. Kannst du mir den eventuell beschreiben? Ich kann ihn dir sogar zeigen. Und zwar, sobald ich diese Fotos hier fertig entwickelt habe. Ich fand es übrigens auch merkwürdig, also habe ich, während ich Stone weiter interviewt habe, heimlich die Gelegenheit genutzt und Moore zusammen mit ihrem geheimnisvollen Fan fotografiert. Nice. Na gut, wo waren wir noch gleich? Ihr Manager ist Frank Cassidy, der Präsident des Verbands der Boxmanager von New York. Ihm zufolge sollten nur Boxer antreten dürfen, deren Manager Mitglied seines Verbands sind. Was meinen Sie dazu? Cassidy ist wirklich ein toller Manager. Keine Klagen. Und als Präsident des Verbands hängt er sich wirklich voll rein. Aber ich weiß nicht. Vielleicht hatte Joe Dunn in diesem Fall ja doch recht. Warten Sie mal. Nein, könnten Sie meinen letzten Kommentar wohl als inoffiziell betrachten? Sie wissen schon, das braucht keiner wissen. Ich schweige wie ein Grab. Machen wir das Foto. Drehen Sie sich um und zeigen Sie mir Ihren Bizeps von hinten. So? Genau. Krieg den Dingens gar nicht rauf.
Ah, Moment, ich hab verwackelt. So bleiben, ich mach noch eins. Manchmal musst du besonders gut aufpassen und genau im richtigen Moment reagieren. Weder zu früh noch zu spät. Das war wohl nix. Na gut. Wo waren wir noch gleich? Ich muss die Frage jetzt nochmal stellen? Wie dämlich ist das denn? Oh, ich hasse dieses Spiel. Ihr Manager ist Frank Chassidy, der Präsident des Verbands der Boxmanager von New York. Ihm zufolge sollten nur Boxer antreten dürfen, deren Manager Mitglied seines Verbands sind. Was meinen Sie dazu? Chassidy ist wirklich ein toller Manager. Keine Klagen. Und als Präsident des Verbands hängt er sich wirklich voll rein. Aber ich weiß nicht. Vielleicht hatte Joe Dunn in diesem Fall ja doch recht. Warten Sie mal. Nein, könnten Sie meinen letzten Kommentar wohl als inoffiziell betrachten? Sie wissen schon, das braucht keiner wissen. Ich schweige wie ein Grab. Ich lasse das mal im Video drinne, damit ihr euch vorstellen könnt, mit was für geilen technischen Gegebenheiten ich mich hier tagtäglich durch jede Folge quälen darf. Machen wir das Foto. Drehen Sie sich um und zeigen Sie mir Ihren Bizeps von hinten. So? Genau. Ah, Moment, ich hab verwackelt. So bleiben, ich mach noch eins. So, gucken wir mal, ob ich es jetzt hinkriege. Nein, natürlich nicht. Na gut. Wo waren wir noch gleich? Ist auch schön, dass du immer schön... Machen wir das Foto. ...diese Ladezeiten zwischendurch hast. Mal sehen, was Sie davon halten. Schließen Sie die Augen und legen Sie Ihr Kinn auf Ihre Faust. Der boxende Denker. So? Oh, ja, ja. Fällt mir dazu ein. Ah, Moment, ich hab verwackelt. So bleiben, ich mach noch eins. Ich lass das mal alles drin, Leute. So, nochmal Tutorial. Vielleicht schaffe ich's ja diesmal. Was ist bloß heute mit mir los? Bitte nicht bewegen. Jetzt haben wir es. Sollen wir weitermachen? Ich mache noch eins, in Ordnung? Gut, jetzt bitte den Kopf und den rechten Arm hoch, als würden Sie Ihren Sieg feiern. So? Exakt. Was ist denn heute nur los mit mir? So bleiben, ich mache noch eins. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Nicht bewegen. Wird auch Zeit. Endlich, das war's. Unfassbar. Warte mal. Meinst du jetzt, dass die Fotos wirklich entwickelt sind, oder hast du das bloß Stone so erzählt? Beides. Sieh mal hier. Wer ist der Typ? Ich weiß, dass er kein Fan ist. Du hättest ihr Gesicht sehen sollen, als sie den gesehen hat. Ja, sieht man ja. Ich dachte, der zieht voll vom Leder, aber er scheint sich seines Sieges über Yale nicht sicher zu sein. Nun ja, vielleicht hat er ja seine Gründe, an der Sache zu zweifeln. Schau dir mal seine Hand an. Zieht er bei der Moore was aus der Tasche? Oder steckt er was da rein? Das Bild ist ganz gut, aber es gibt nicht die Wahrheit wieder. Hä? Natürlich entspricht das der Wahrheit. Ich war doch dabei. Stone ist nicht so stark, wie er aussieht. Und Moore braucht ihn ganz sicher nicht, um sie hochzuheben. Echt jetzt? Der boxende Denker, der boxende Dichter. Boxen scheint sich zum Sport der Dichter und Denker zu entwickeln. Ich glaube, die raucht nur, wenn sie nervös ist. Was hat sie denn so nervös gemacht? Na, das sieht man doch. Oh Gott, was kommt jetzt?
Ernsthaft? Warte mal. Das ist er. Wer? Mitchell, der Chirurg. Im Ernst? Ha! Wir haben ihn. Noch nicht. Einfach nur wow. Ich habe diese Streichholzschachtel schon mal gesehen. Konzentration, Blackshead. Wir müssen diesen Mitchell irgendwie finden. Hey, Meister! Hast du mir gerade überhaupt zugehört? Wir müssen uns diese Bilder weiter genau ansehen. Wir brauchen eine Spur, die uns zu Mitchell führt. Hey, siehst du? Da! Ich hab's dir ja gesagt. Einfach nur wow. Mir fällt nichts dazu ein.